Dieses Buch ist ein Sachbuch, ein Erfahrungsbericht zum Thema Alzheimer. Jetzt werden manche jetzt wieder die Augen verdrehen, aber das ist einfach momentan meine Situation, Krankheit, Alter, Demenz, Tod. Es geht bei mir gerade in die Vollen. Und dieses Buch hat mich interessiert. Es ist ein Buch zu einer Podcast-Serie, die ich nicht gehört habe. Ich habe wirklich nur das Buch gelesen. Und Lukas Sam Schreiber ist der Sohn der Autorin Claudia Schreiber. Bei der wurde 2018, somit knapp 60, Alzheimer diagnostiziert. Und es ist sehr zeitig und sie als eine Schriftstellerin, als eine auch bekannte Schriftstellerin, vielleicht erinnert man sich an ihren Erfolgsroman Emmas Glück, der auch sehr schön verfilmt worden ist. Ich liebe bis heute ihre zwei Kinderbücher von Sultan und Kotzbrocken. Die kann man so schön vorlesen in Abschnitten. Also eine Frau des Geistes und die trifft natürlich Alzheimer ganz besonders, wenn man das denn merkt, dass da irgendwas gerade sich auflöst. Und sie hatte einen Traum seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren hat sie mal für eine Zeitschrift gearbeitet und da ging es um einen Artikel, an dem sie gesessen hat, von einer Insel namens Aitutaki, irgendwo in der Südsee, wo eine Frau Bürgermeisterin wurde. Also so eine Insel, ich habe mir das mal angeguckt, so etwa die Größe Hiddensee, aber in noch schönerer Umgebung, ne? Und ihr stiller Traum war immer, diese Insel, da müsste man mal hin. Und ihr Sohn Lukas ist mit ihr 2019 mit seiner Mutter dahin gereist. Total kompliziert. Aber er wollte ihr diesen Wunsch erfüllen, was ich also schon mal ganz toll finde von so einem jungen Mann. Und er hat da überhaupt keine Mühen gescheut, mit seiner Mutter zu dieser Insel zu fliegen. Und dort sind sie so etwa 3 Wochen gewesen und haben viele, viele Gespräche miteinander geführt. Auf dieser Insel kann man nichts machen, außer eigentlich in der Sonne liegen, aufs Wasser gucken, ein bisschen spazieren gehen, essen, trinken, schlafen. Und man hat aber alle Zeit der Welt für sich. Und diese Zeit haben sie wirklich für viele intensive Gespräche genutzt. Und es hat mich sehr bewegt, auch wenn die Sprache manchmal etwas hölzern ist, weil er ist eben kein Schriftsteller oder so, ne? Er ist also ein sehr taffer junger Mann. Ich habe ihn in einem Interview gesehen, also er kann sehr gut reden und seine Podcasts sind bestimmt ganz toll, aber das Ganze schriftlich tut sich ein bisschen schwer, aber trotzdem fand ich es insgesamt ganz, ganz toll, dass er das mit seiner Mutter gemacht hat. Es war also 2019, kurz vor dem Ausbruch von Corona, es war die letzte Möglichkeit, als hätte er es geahnt, weil jetzt ist sie in einem Zustand, wo man das eben nicht mehr machen könnte. Und es geht in den Gesprächen eben um die Krankheit, aber auch um ihre Erinnerungen, die sie hat. Es geht viel um das Thema, darf ich mein Leben beenden, weil ich das einfach satt habe. Ich will eigentlich nicht so enden als ein Stück, ne? Ich will euch das auch nicht alles antun. Also er hat einen Bruder und sie hat einen Ex-Mann und die kümmern sich also jetzt immer noch sehr um sie. Aber fand ich schon sehr bewegend und gnadenlos ehrlich. Also mal ein Reisebericht der ganz anderen Art. Und der zeigt, wie nah Verzweiflung, Trauer, Liebe und pure Lebensfreude manchmal beieinander liegen. Weil sie auch in diesem Buch eben, sie kann sich da manchmal an Dingen erfreuen und sie erzählt immer, und daher raucht sie Kette und dann fallen ihr irgendwelche dummen Witze ein. Und im nächsten Moment weiß sie aber nicht wieder, was haben wir gerade, also das liegt alles so dicht beieinander. Und ich bewundere auch den Sohn, damit muss man umgehen können. Und das hat ihm, glaube ich, sehr gut getan. Ich finde es ganz toll irgendwie von beiden. Und ja, also ist eine harte Kost irgendwo, aber ich fand es für mich gut zu lesen und auch wichtig.